fehlt eine Linie und trotzdem ist eine drin, weil es im Zweifelsfall immer pro Finanzoligarchie geht. Und das hängt damit zusammen, dass die das politische System erpressen können, weil sie nämlich sagen können, wenn wesentliche Banken zusammenbrechen, dann funktioniert der allgemeine Zahlungsverkehr nicht mehr. Ja? Dann räumen die Leute die Girokonten ab und merken, dass das Geld, was vermeintlich drauf ist, dass sie das gar nicht in Banknoten kriegen können. Ja? Wenn 10% aller Leute hingehen und sagen, ich hätte gerne mal meine Banknoten gesehen, die ich bei Ihnen deponiert habe, dann sagen die, ja, das haben Sie missverstanden, die haben wir überhaupt. Ja? Das ist ja so. Ja, das ist einfach so. Ja? Und um das zu vermeiden, wird da reingepulvert, noch und nöcher. Ja? Reingepulvert, noch und nöcher. Insofern ist das ein Überlebensimperativ, kann man sagen. Ja? Zulasten des Steuerzahlers, weil der wird ja enteignet. Indem der Sofin wieder aufgebaut wird, ja, nebenbei, kleine Notiz, 480 Milliarden, ja, Neues aus der Anstalt, gell? Ja, es ist ja so. Nicht? Dann haben wir eine sogenannte Agentur für Finanzmarktstabilisierung, haben die meisten noch gar nichts von gehört, ja. Ist auch kein Wunder, weil kaum Geld drin ist bei der Bankenabgabe. Hat Frau Merkel aber vor einem Jahr erzählt, es wird nie wieder die Allgemeinheit zur Kasse gegeben. Das müssen jetzt schön alles selber bezahlen, ja. Da ist nur kaum Geld drin. Also Döner und südamerikanische Zustände. Nicht ausgeschlossen. In gewissem Sinne, ja. Also gut, da wollte ich aber eigentlich gar nichts zu sagen. So, Fiskalpakt und so weiter, weg damit. Grundmuster, ja, kennen wir schon. So, Staatsversagen hatten wir ja. Eurobonds finde ich problematisch. So, jetzt mal zwei, drei Vorschläge. Die EZB muss meiner Meinung nach Länder und Owner of Last Resort sein. Länder of Last Resort heißt, die EZB kauft mit den Abschlägen an den Kapitalmärkten und Finanzmärkten die ins Trudeln geratenen Staatsanleihen auf. Die hält sie und wenn sie fällig werden, zahlen die, ohne dass sie Gewinn macht, zahlen die Länder dafür. Zweitens, die EZB interveniert am Sekundärmarkt, das kann sie ja durch diese Aufkäufe auch, und hält das bei 5%. Das kann sie machen. Ja? Sie kann durch Aufkäufe die Preise der Staatsanleihen rauftreiben und dann sinkt der Zins. Das ist absolut möglich. Und das ist auch 100% vereinbar mit dem Wortlaut des EU-Vertrages. Nicht mit dem Geist des EU-Vertrages. Aber der hat sich ja irgendwie vergeistigt in Luft aufgelöst. Ja? Ja, es ist juristisch nicht anfechtbar. Man kann das machen. Und dann zweitens finde ich natürlich auch gut, Zwangsanleihen. Ja? Wir sagen unseren Geldvermögensbesitzern, bevor ihr das jetzt in unsichere Anlagen im Ausland steckt, dann bieten wir euch eine Alternative, wir sind ja nette Menschen, und wir bieten euch Inflation plus 0,5 oder 1%, damit ihr besser schlafen könnt. Ja, warum nicht? Und dann besteuere ich die Geldvermögen, ohne sie zu enteignen. Das heißt, keiner kann vor Gericht marschieren und den Enteignungsparagrafen hier anführen. Und Zwangsanleihen ist absolut möglich. Ja? Hat es doch in vielen Ländern schon gegeben. Also ich glaube sogar, viele hätten da nichts dagegen. Also ich würde es gerne verstehen, ich verstehe, glaube ich, gerade weit ist noch nicht. Die EZB darf zurzeit keine direkten Staatsanleihen kaufen. Sie darf sie nicht am Primärmarkt kaufen. Primärmarkt bedeutet, Italien bringt eine Staatsanleihe raus und sofort wird die von der EZB gekauft. Das muss zuerst. Aber was möchten Sie, dass Sie das da? Da hätte ich nichts gegen, das ist aber gegen den EU-Vertrag und das dauert Jahre, bis der geändert ist. Deswegen sollen die am Sekundärmarkt intervenieren. Also in dem Moment, wo die Zinsen der italienischer Staatsanleihen mal gegenüber 5% steigen, kaufen die weg. Und dann steigt ja der Preis der Staatsanleihen und dann sinkt der Zins. Das heißt, über den Sekundärmarkt kann ich das Zinsniveau der Neuemissionen steuern. Das ist so. Aber Sie hatten das doch gerade eben als Problem geschildert, dass die EZB indirekt das ja schon seit langem so macht, indem sie halt günstige Kredite an die Banken gibt, indirekt die Steuern. Ja, das ist aber indirekt. Indirekt. Nicht das nur indirekt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Okay. Also die EZB macht es ja im Moment so. Sie gibt den Banken viel Geld, ja, damit die Staatsanleihen kaufen. In dem anderen Modell sind die ja irgendwo in den Märkten im Moment, die Staatsanleihen. Das heißt, ich mache eine ruhig restriktivere Geldpolitik.
Also ich darf den Banken nicht so viel Geld hinterher, dass sie dann ihnen nichts anderes übrig mehr bleibt, um die Staatsanleihen selber, die im Markt sind, zu kaufen und zu halten, ja? Sondern ich gebe denen, ich gebe denen das Geld nicht und interveniere nur in Bezug auf die Staatsanleihen, die schon da sind. Aber die darf ich nicht direkt kaufen, ich kaufe sie doch wieder über die Banken. Man muss sie im Grunde über die Banken kaufen. Das ist ja aber nur die Erstbestlösung. Ja? Die zweite ist ja die Zwangsanleihe. Das heißt, ich zwinge praktisch die Geldvermögensbesitzer hierzulande, solche Anleihen zu zeichnen und zu halten. Über 5 Jahre meinetwegen. Ja? Die zwinge ich dazu. Und die dritte Sache, die mir am liebsten ist, ist die Volksanleihe. Und zwar dient das dazu, die Finanzmärkte praktisch auszuhebeln, vorne vorzulassen. Eine Volksanleihe läuft so, das dürfen nur Länder in den Ländern selber zeichnen. Also Italiener kaufen italienische Staatsanleihen, Spanier kaufen spanische Staatsanleihen. Ja? Die müssen die auf 5 Jahre halten, das sind Namensanleihen, die müssen die also unterzeichnen. Ja? Das wird eingetragen, dass sie die also gekauft haben. Ja? Und dann kriegen die diesen Inflationsausgleich plus 1%. Und der Rettungsschirm dient dazu, ihnen zu garantieren, dass sie dieses Geld in Euro auch tatsächlich ausgezahlt bekommen. Und was würde in dem Moment passieren? Da würde Folgendes passieren, die Leute würden massenhaft von den Banken Geld abheben und würden Staatsanleihen zeichnen. Weil im Moment habe ich ja Abgeltungssteuer plus Inflation, bin ich ja im Minus. Ja? Das heißt, jemand, der im Moment Geld anlegt, der verliert ja. Das ist ja so. Ja? Wenn er das Risiko relativ risikolos anlegt, ist er auf der Verliererstraße. Das heißt, Leute würden das abziehen und würden in die Staatsanleihen investieren. Und das Problem ist ja, dass im Moment in allen Ländern wir eine sogenannte Bilanzrezession haben. Das heißt, die Staaten sparen und die privaten Haushalte sparen. Und dann sparen die sich beide kaputt. Ja? Hier ist es so, dass der Staat sich weiterhin ein bisschen verschuldet. Und die Bürger, die gerne sparen wollen, die kaufen die Dinge auf. Und das ist der Unterschied. Also diese Volksanleihen sind meiner Meinung nach, habt ihr auch Spaß mal so genannt, ja, sind meiner Meinung nach das beste Instrument. Und dann haftet nämlich sozusagen der kleine Mann in seinem Land, bezahlt er den Staat. Und der zahlt im Grunde nur 1% Zinsen, ja. Und der Inflationsausgleich ist eine indirekte Kontrolle, dass in den Staaten die Inflation nicht zu sehr raufgeht. Weil ansonsten muss ich ja einen höheren Inflationsausgleich für diese Dinger zahlen. Das heißt, ich habe nicht den Herrn Barroso, eine EU-Kommission und 1000 Leute in der EZB, sondern ich habe das Interesse der Staatsakteure, ja, habe ich gekoppelt daran, dass die versuchen, die Inflation niedrig zu halten. Weil sie nämlich sonst direkt mehr bezahlen müssen. Das ist die beste Kontrolle. Und die großen Akteure, die großen Banken und Versicherungen und so weiter, die brauche ich für all das gar nicht. Und ich würde eine Volksanleihe machen, mal gucken, wie viel Milliarden ich da reinkriege. Und ich glaube, es ist viel. Ja? Denn es ist sehr viel Geld in Umlauf, was nach Anlage sucht. Unheimlich viel. Das sieht man an den Neuemissionen, die es im Moment gibt. Ganz wenige. Ja? Die sind innerhalb von Sekunden, sind die aber 10-fach überzeichnet. Ja? Das Geld ist da, es hat nur keine Ahnung, wo es angelegt werden soll. Und vor allem das Geld der Kleinsparer. Und das wäre praktisch eine Lösung. Finde ich, ist eine Top-Idee, ehrlich gesagt. Finde ich, ja.